Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Format im Gespräch mit heute, mit einer kleinen Premiere. Wir haben erstmalig zwei Gäste im Studio, zwei Dekane verschiedener Konfessionen, katholisch und evangelisch. Spannend ist, was sie bewegt, was sie unterscheidet und vor allem, was sie verbindet. Wir sprechen darüber und ich darf Ihnen namentlich vorstellen, Herrn Hermann Friedl, Dekan Katholische Kirche, herzlich willkommen. Guten Abend. Und Herrn Dekan Markus Keinert, Evangelische Kirche, herzlich willkommen. Grüß Gott, Herr Schenk. Wenn Sie erlauben, dann fangen wir ein bisschen biografisch an, mit der Person. Herr Keinert, Sie sind geboren in Mutlangen, Schule, Abitur in? Blaubeuren. In Blaubeuren. Auf der anderen Seite der Alb. Und Herr Friedl, Sie sind in Eislingen-Vils geboren, Studium, machen wir später, aber Schule und Abitur? Auch in Eislingen am Erich-Kästner-Gymnasium. Oh, wunderbar. Ja. Und ein bisschen natürlich anekdotisch, gibt es irgendwas aus Ihrer Kindheit und Jugendzeit, was Sie geprägt hat oder was irgendwie ein bisschen lustig ist, Herr Friedl? Ja, ich habe in meiner Kindheit, Jugendzeit natürlich auch mancherlei Blödsinn gemacht. Als Ministrant in der Jugendarbeit, man sagt ja nicht umsonst, die Ministranten sei ja die Christel aus Burbe. Und ich glaube, das trifft auf mich schon aber ein bisschen zu. Und bei Ihnen, Herr Kleiner? Ja, ich war sicher auch kein Heiliger zu meiner Kinderzeit. Da gab es auch mal einen Buchtitel. Pfarrerskinder, Müllers Vieh, wie heißt es? Müllers Vieh, Pfarrerskinder geraten selten oder nie. Lehrer gehört, glaube ich, dazu. Lehrer gehört vielleicht dazu. Und bei mir war das möglicherweise auch so. Ich hatte mal in der zweiten Klasse Unterricht, da haben wir Sachkunde gehabt und dann ging es um Baufahrzeuge. Und die Lehrerin fragt mich, was kann man denn an so einem Kran aufhängen? Und ich war ganz spontan und frech und habe gesagt, sie. War einigermaßen heftig. Ziemlich, ja. Geraten selten oder nie. Jetzt natürlich die Frage, was hat Sie dann bewegt, Herr Friedl, Theologie zu studieren und Priester zu werden? Also mein Elternhaus war natürlich maßgeblich beteiligt an meiner Biografie, an meinem Werdegang. Dann die Arbeit in der Kirchengemeinde, wo ich sehr aktiv war, in verschiedensten Diensten. War immer so auch die Überlegung, ob Medizin eventuell eine Alternative wäre. Aber ich habe mich dann für die Theologie entschieden und würde das heute wieder tun. Herr Keinert? Ja, bei mir war es die Frage, ob ich Architektur studiere oder Theologie. Und motiviert hat mich schließlich dann der Religionsunterricht in der Oberstufe im Seminar in Blaubeuren und dort eben auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit Fragen des Glaubens. Ohne Reue? Ohne Reue. Jetzt haben wir natürlich ganz viele Themen und relativ wenig Zeit und deswegen würde ich sagen, was im Augenblick sehr aktuell ist, ist die Asylpolitik und das Flüchtlingsthema. Herr Keinert, wenn ich mit Ihnen anfange, ich habe vom Heiner Geißler gelesen, Deutschland versagt total, die EU versagt total angesichts dieser Flüchtlingsströme, wie sie jetzt ist. Also in dieser Pauschalität würde ich das jetzt in keiner Weise mir zu eigen machen, sondern würde mal differenzieren wollen zwischen der großen Politik und den dort notwendigen Entscheidungen und dass da ein gewisser Verzug erkennbar ist, das sehen wir sozusagen allabendlich in den großen Nachrichten. Aber es gehört natürlich auch zur anderen Seite hinzu, dass wir gerade auch hier in der Region ein ungeheures Engagement haben, eine ganz, ganz große Hilfsbereitschaft und Bereitschaft auch Flüchtlinge willkommen zu heißen. Wir haben jetzt beispielsweise auch hier im Kirchenbezirk Reutlingen 3,5 Stellen allein für die Flüchtlingsarbeit geschaffen. Das war noch vor 2-3 Jahren undenkbar. Das ging innerhalb von kurzer Zeit. Und Ehrenamtliche allen Ortens versammeln sich, engagieren sich keineswegs nur kirchlich Engagierte oder Motivierte, sondern auch Menschen, die einfach sagen, wir sehen dieses Leid und wir wollen was tun. Uns ist es wichtig, dass wir in unserem Ort, in unserem Wohnbereich, dass wir einfach miteinander gut klarkommen, dass die Menschen sich hier schnell integrieren können. Herr Friedl, jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite hören, Deutschland kann die Welt nicht retten. Die Verteilung ist sehr ungerecht. 10 Länder in der EU nimmt gar niemand auf. Wie sehen Sie das? Ich denke, das muss jeder Staat natürlich für sich selber entscheiden. Ich gehe lieber mal noch zurück zur Kirche. Ja, es wird viel angeprangert. Es ist auch ein humanitärer Skandal, was da geschieht. Und ich glaube, man muss auch gucken, dass man vor Ort in diesen nordafrikanischen Ländern, diesen Schlepperbanden auch das Handwerk legt und vor allem die Probleme vor Ort erstmal versucht mit zu lösen.
Aber ich sehe da auch unsere Kirche in der Verantwortung. Also wir haben ja Kathedralen und dieses Mittelschiff unserer Kirchen nennt man ja wirklich Kirchenschiff. Und ich wünschte mir manchmal, dass auch die Kirche jetzt nicht nur so eine Kathedrale in den Blickpunkt stellt, sondern wirklich so ein Kirchenschiff auch mal aufs Mittelmeer setzt. Also das nicht immer nur von der Politik fordert, sondern vielleicht selber auch mal so ein Seenotrettungsschiff dann auch auf Wasser bringt. Mhm, klare Worte. Ja. Die anderen Themen, die ich ansprechen möchte, die habe ich in Halbsätze gekleidet, damit man möglichst viele durchkriegt. Deswegen einfach versuchen, wenn es geht, diese Sätze zu Ende zu bringen, ohne große Exkurs dazu. Ich fange mit Ihnen an, Herr Friedl. Wird ein bisschen kritisch. Die Ehelosigkeit der Priester, das Zölibat ist besonders umstritten. Es sollte dringend abgeschafft, nicht abgeschafft werden, weil? Es sollte nicht abgeschafft werden, weil es eine Lebensform ist, die auch seinen Sinn hat. Sonst könnte ich ja auch meine Lebensform nicht leben. Also ich kann dem Zölibat viel abgewinnen. Was das Problem ist, ist ja nicht der Zölibat als solcher, sondern der Pflichtzölibat. Nächster Satz, dass Frauen in der katholischen Kirche nicht zum Priester geweiht werden können, ist falsch, richtig, weil? Ja, ich glaube, da kann man nicht falsch und richtig sagen. Die Kirche argumentiert mit der Tradition. Der mittlerweile heilig gesprochene Papst Johannes Paul II. Hat da auch einen Pflock gesetzt, den ich kritisch hinterfrage. Also wenn man auch sieht, wie gerade Frauen die ersten Zeuginnen auch der Auferstehung waren und so wenig jetzt, was die Ämter angeht in der Kirche, Möglichkeiten haben, auch ihr christliches Zeugnis zu geben, finde ich das schon bedenklich. Also ja, das macht mich sehr nachdenklich. Okay. Herr Keinert, viele eher konservative Kirchengänger verstört die Experimentierfreudigkeit jüngerer Pfarrer, Pfarrerinnen in der Gestaltung der Gottesdienste. Vielfalt ist freilich wichtig, weniger wichtig, weil? Weniger wichtig, weil es uns auch natürlich um eine Verbindlichkeit unserer Botschaft geht. Die Botschaft, die wir zu verkünden haben, ist in ihrem Kern die gleiche. Sie gründet darauf, dass wir angenommen sind von Gott, so wie wir sind, mit all unseren Stärken und Schwächen. Das ist der Kern. Und der muss auch erkennbar bleiben, egal in welcher Gestaltung das kommt. Die Botschaft, dass wir so angenommen sind, wie wir sind. Zweiter Satz, das große Jubiläum, 500 Jahre Reformation steht bevor, 2017. Inwiefern könnte das ein Beitrag zur Ökumene sein? Da sprechen wir anschließend. Ein ganz großer Beitrag zur Ökumene aus meiner Sicht insofern, als dass wir uns wirklich klar machen müssen, es geht hier nicht um die Selbstvergewisserung einer konfessionellen Identität, sondern es geht um das Wiederentdecken, das in der Reformation vor allem dran war, das Wiederentdecken dieser Botschaft, die ich gerade beschrieben habe. Wir sind angenommen von Gott, so wie wir sind. Und das ist etwas, was wir gemeinsam, katholisch, evangelisch, in der Ökumene der christlichen Kirchen den Menschen sagen wollen, ihnen zeigen wollen. Und deswegen ist, glaube ich, der beste Ansatz für das Reformationsgedenken in 2017, dass wir sagen, wir feiern miteinander ein Christusfest. Denn er ist es, der uns diese Botschaft nahegebracht hat. Was diese Ökumene, über die wir jetzt ein bisschen sprechen wollen, also das Miteinander wieder mehr, wesentlich stören könnte, wäre zum Beispiel das Familienbild oder das Verständnis von Ehe. Wenn ich es richtig weiß, Herr Friedl, ist das die Ehe in der katholischen Kirche ein Sakrament. Und jetzt gibt es natürlich in der EKD ein Familienpapier oder ein EKD-Papier, das im Wesentlichen sozusagen charakterisiert ist von Stichworten wie Aufhebung der Geschlechterrollen, Genderbewusstsein, eine Klotür, Gleichstellung der traditionellen Familie mit gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften bis hin zu gleichgeschlechtlichen Pfarrpaaren. Ist das für Sie sozusagen ein Stoß gegen die Ökumene? Weil da können Sie ja wahrscheinlich nicht mehr mitgehen. Also mir geht es ähnlich wie dem Kollegen Keinert. Für mich steht zuerst der Mensch im Mittelpunkt. Und jeder Mensch ist, wie er ist. Da brauchen wir nur uns selber anschauen. Und es gibt einfach diese Veranlagung auch der gleichgeschlechtlichen Zuneigung und Liebe. Und dem muss ich mich einfach stellen. Die katholische Kirche hat jetzt natürlich Angst, dass dieses klassische Bild von Ehe, wie es auch in der Schrift grundgelegt ist,
dass das natürlich ins Wanken kommt oder eine Lebenspartnerschaft, vor allem wenn sie dann auch mit einer Segnung verbunden ist, irgendwie die kirchliche Ehe auflöst. Aber dem ist nicht so. Ich denke, diese Ehe im klassischen kirchlichen und kirchenrechtlichen Verständnis, die bleibt, aber man muss sich auch den anderen Formen stellen. Sonst wird man den Menschen nicht gerecht, im Gegenteil, man diskriminiert sie dann auch. Wie sehen Sie dieses EKD-Papier, Herr Kreiner? Sie sind da angesprochen, will es nicht so stehen lassen, wie beurteilen Sie das? Also in der Beurteilung ist es sicherlich so, dass man differenziert drauf gucken muss. Der Entstehungsprozess dieses Papiers ist einigermaßen umstritten. Die Aussagen jetzt, die drinstehen, sind auch umstritten. Wir erleben das auch in den Gemeinden, in den Kirchengemeinderatsgremien, werden diese Fragen angesprochen, werden dort verhandelt. Und dort haben wir sozusagen auch die ganze Breite der gesellschaftlichen Positionen. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir jetzt nicht meinen, wir müssen da so einen Schnitt setzen und sagen, das ist jetzt die Position der evangelischen Kirche oder der Kirchen, sondern wenn wir sagen, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, wir nehmen zur Kenntnis, dass sich gesellschaftliche Entwicklungen ereignen, dass Familienbilder komplexer sind, Patchwork-Familien etc., das wissen wir, dass sich da einfach die gesellschaftlichen Umstände auch geändert haben. Und Kirche ist gut beraten, wenn sie das aufmerksam wahrnimmt und versucht, noch einmal anknüpfen an das, was ich vorher gesagt habe, nahe bei den Menschen zu sein, sie da seelsorgerlich zu begleiten. Und weniger jetzt darauf abhebt, zu sagen, wir machen da irgendwelche plakativen Aktionen, dass wir sagen, wir veranstalten eine große Trauung gleichgeschlechtlicher Paare und künden das vorher nur in RTF an. Ökumene im Kleinen, wie könnten die Schritte sein? Herr Kreiner, Sie haben, glaube ich, ganz gute ökumenische Erfahrungen in Rottweil gemacht. Ich habe wirklich Gestalt waren die? Großartige Erfahrungen machen dürfen. Also ich komme jetzt unmittelbar vom Erleben eines ökumenischen Kirchentags her. Großer Kirchentag auf Landkreisebene, dort mit den katholischen Kollegen zusammen. Es war ein ganz, ganz großes Fest des Glaubens, das wir miteinander gefeiert haben. Grundvoraussetzung war, dass wir gesagt haben, wir reden nicht nur miteinander, sondern wir machen was miteinander. Wir feiern miteinander und wir achten auch einmal auf das mehr, was uns verbindet, als auf das, was uns trennt. Herr Friedl, wie könnte der ökumenische Alltag für die Familie konkret aussehen, dass so Mischehe oder Scheidung oder so, dass die eben ja dann auch wieder an der Kirche richtig teilnehmen können? Also die Erfahrung zeigt, dass konfessionsverbindende, ich sage ganz bewusst verbindende und nicht verschiedene Ehen, dass die eigentlich schon auch ihren Weg gefunden haben, ihre Ökumene als Ehepaare, als Familie zu leben. Ich habe ganz viele konfessionsverbindende Paare am Sonntag bei mir im Gottesdienst, wo auch der evangelische Teil am Abendmahl an der Eucharistie teilnimmt. Also wir kennen ja auch die eucharistische Gastfreundschaft im Einzelfall und da werde ich auch niemand abweisen. Ich denke, das ist längst fällig, dass unsere Kirchen sich da auch mal einigen, was die Abendmahlsfrage angeht. Da denke ich an die Herren. Aber wir sind uns einig. Wir sind uns einig. Wir sind uns einig und das ist, glaube ich, auch entscheidend, dass man nicht immer nur sozusagen die Fragen an der hohen Kirchenhierarchie misst, sondern dass man es wirklich auch im Erleben vor Ort war. Es braucht natürlich auch so von der oberen Seite ja eine Einigung. Da wäre für mich zum Beispiel diese Leuenberger Konkordie gute Basis, eine wahnsinnig tolle Basis. Das heißt, die evangelischen Landeskirchen haben 1973, im März glaube ich war das, haben die sich geeinigt, dass selbst in den unterschiedlichen Auffassungen der Landeskirchen theologischer Art, pastoraler Art, eine Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft möglich ist. Das Verständnis von Abendmahl-Eucharistie ist ja selbst bei Katholiken sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn man Katholiken fragt, was verstehst du unter Eucharistie, dann haben sie bei 10 Leuten vielleicht auch 10 Antworten. Also selbst in der eigenen Kirche gibt es da sehr viele Unterschiede. Und wenn man da so eine Einigung fände und gegenseitig das auch akzeptiert, die Teilnahme Abendmahl, wäre das ein Riesenschritt. Ja. Frage vielleicht zum Schluss, Sie vereint auch, Sie sind beide sehr frisch im Amt. Was haben Sie sich vorgenommen als neuer Dekan hier in der Region, Herr Kreiner?
Also für das erste Jahr habe ich mir vorgenommen, einfach Menschen kennenzulernen. Das heißt, Besuche zu machen, das liegt ganz oben an. Und dann wird man sehen, wohin mich die Reise führt in diesem Amt, in diesem wunderschönen Kirchenbezirk. Er ist geprägt durch ländliche Gemeinden auf der Alp, genauso wie durch eine große Gesamtkirchengemeinde mit städtischen Fragestellungen. Also es ist sozusagen ein ganz breites Feld, dem ich mich widmen darf. Und deswegen erst mal gucken, zuhören und dann sehen wir, wie es weitergeht. Und Sie, Herr Friedl? Bei uns gibt es ja so diesen Dreisatz: Sehen, Urteilen, Handeln. Ja? Das versuche ich in dem Dekanat Reutlingen-Zwiefalten auch umzusetzen. Es ist ähnlich von der Struktur her wie in der evangelischen Kirche. Der Unterschied ist der, dass ich jetzt fürs Dekanat Reutlingen-Zwiefalten alleiniger katholischer Dekan bin und gleich drei evangelische Dekanskollegen habe. Also der Reutlinger Bezirk mit ihm, das liegt natürlich ganz nah in der Nachbarschaft, aber auch noch das fusionierte Dekanat Bad Urach und Münsingen, wo es ja auch noch zwei Dekane gibt. Okay. Also ist für mich auch nochmal eine Herausforderung, aber eine schöne. Und dann möchte ich schon auch schauen, weil das Dekanat, das katholische, sehr regional sehr auseinandergezogen ist. Aus zwei Dekanaten wurde 2007 eines gemacht. Und die Alpgemeinden, auch Zwiefalter Alb, die sind teilweise schon noch sehr nach Riedlingen, Biberach und auch Ulm orientiert und weniger nach Reutlingen. Und da zu gucken, dass man auch die Menschen dort vor Ort mitnimmt, das ist mir eine große Aufgabe, dass die nicht immer so stiefmütterlich behandelt werden, sondern wirklich gleichwertig. Und deshalb war mir es auch wichtig, in der Dekanatsleitung auf oberster Ebene einen Stellvertreter auch aus Zwiefalten und aus Reutlingen zu haben. Okay. Ja. Wir haben menschlich-biografisch begonnen, wir wollen menschlich ein bisschen enden. Sie machen hier einen sehr guten Eindruck bezüglich Gelassenheit und Souveränität. Ich denke, der Job ist sehr anspruchsvoll und kostet sehr viel Zeit. Welchen Ausgleich machen Sie? Sportlich oder mit Büchern oder wie auch immer? Herr Friedl, was machen Sie? Also ich mache Badminton. Da gehe ich regelmäßig hin, am Montagabend. Und da spüre ich heute auch noch ein bisschen den Muskelkater, aber das darf sein. Und dann mache ich Freitagmorgens im Studio hier in Betzingen EMS-Training. Also ich gucke, dass ich einfach körperlich was tue, weil sonst geht es nicht. Immer gesunder Körper liegt ein gesunder Geist, heißt es ja eben. Und ich gehe gern in die Sauna, um zu relaxen. Also ich finde es auch sehr entspannend und es tut was für den Stoffwechsel und für den Kreislauf und für vieles mehr. Herr Kainert, wie tanken Sie auf? Ich gehe zum Beispiel ausgesprochen gerne mal in eine Kunstausstellung, beschäftige mich gern mit Kunst und begegne gerne Künstlerinnen und Künstlern. Sie sind ja da ein spezielles Gebiet, Religion und Kunst zu Richtig, vereinen. Wie geht genau. das eigentlich? Also ich sage mal so, in der Bildhauerei spricht man gern vom Standbein und dem Spielbein. Das Standbein ist natürlich das Amt. Und da habe ich ziemlich dickes, um nicht zu sagen fettes Standbein. Aber wie so oft, wenn man auf einem Bein nur steht, dann steht man unter Umständen auch ein bisschen wackelig. Ein zweites zum Ausgleich ist ganz sinnvoll und das Spielbein heißt bei mir eben Kunst und Interesse an Architektur, an Kunst, Kirche. Das heißt, Sie tanken mit Kunst hauptsächlich auf oder machen Sie auch sportlich irgendwas? Ja, doch, ich bin auch sportlich immer wieder mal unterwegs. Mit meinen Töchtern zum Beispiel fahre ich gern Fahrrad oder wandere auf den Mädlesfels oder solche Unternehmungen sind dann auch mal dran. Ich bedanke mich bei Ihnen beide. Ich möchte für unsere Zuschauer vor allen Dingen dieses Gemeinsame herausstreichen, weil das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die Differenzierung in der Gesellschaft heute einigermaßen positiv zu bewältigen. Ich danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.